Das ist Bier. Hallo. Gut, und dir? Ich zeichne einen Wald. Hallo. Hallo. Ich sollte dich auf meine Flamme.
dass sie jedes ihr gestellte Rätsel zu lösen vermag. Der Gewinner bekommt ihre Hand. Ansonsten Enthauptung. Thank you.
Blitz. Der ist hin. Krepiert. Mausetot. Blut unterlaufen. Was hat das zu bedeuten? Kann das sein? Vergiftet. Hätte ich davon gegessen, wäre ich an seiner Stelle gestorben. Thank you.
schnell. Ich bin nicht wie gerädert. Aber warum wolltest du dich denn aufhängen? Ich habe den Kopf voller Herren, Genosse. Meine Freundin ist abgehauen. Was machst du da? Nimmst du etwa meinen Strick? Dir geht besser. Ich versuche es nochmal. Ich bin am Ende. Kopf hoch, hör auf zu jammern. Ich nehme dich mit auf eine Abenteuerreise. Tante, das Riefenmannen. Was ich mache. Sieh doch selber, wir müssen über das Wasser. Ich hab was gebraucht. Das ist keine Kleinigkeit. Doch, okay, ich bin es mitgebracht. Was wird hier? Wo
Was meinst du, Avernus? Was ich meine, lieber Avernus. Geh hinein! Was? 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 Ist das für mich?
Süß ist
dir schon was eingefallen? Nein. Siehst du die Prinzessin? Ja, ich sehe sie. Ihr Mund wird etwas unzufrieden. Sie ist ein richtiger Leckerbissen. Ein kleines Radieschen. Nervenkitzel ist das Salz dieser Erde. Na denn, na gut. Schlaf jetzt mit diesem Lärm! Ich kann so nicht arbeiten. Drei Rätsel. Drei Rätsel. Ich werde antworten. Nur zu sind die Aufgaben vorbereitet. Stell nur deine Frage. Bin bereit. Na ja, na gut. Ich warne dich. Ein einziger Fehler ist ausreichend. Wenn meine Schwester, meine Tochter Charada auch noch eines von diesen Rätseln richtig rät, bist du hinüber tot und begraben. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Beginnen wir! Thank you.
mir als Boot. Wer es kauft, braucht es nicht. Wer es braucht, kauft es nicht. Wer es macht, verkauft es. Was ist's? Ich darf dir gerne helfen.
Straße oder in die Nase. Das ist verkehrt! Ein Spitzenschorbenzahn! Vielleicht noch ein Schnitzel! So geht's nicht! So geht's nicht! Ich sage euch nein! Ich sage euch nein! Und nein! Und nein! Thank you.
Da wo es weißt, ich kann mich noch an das Ei erinnern, das mir gut gekommen wäre. Ach was, gut. Schlecht heißt es. Das ist meine Mutter, die Popa. Warum? Weil sie mit ihrem Kuchen meinem Leben ein Ende ersetzt hätte. Ganz einfach. Die Schuhe sind es. Wie die Schuhe? Die Dinger eben, die tagsüber geschlossen sind und nachts offen stehen. Und wie geht das letzte Rätsel auf? Das letzte ist am einfachsten. Wer es kauft, braucht es nicht. Wer es braucht, kauft es nicht. Was ist? Thank you.
Wissen wir, wie wir schützen die Häuser. Was die zweite Rätsel ist, gut gemacht haben. Was, was? Statt ich auf der König. Sasch, das ist dein Weg. Was wollt ihr wissen? Warum lächelt ihr nie? Lächeln? Wieso denn? Natürlich, warum denn nicht? In unserem Alter ist das Lächeln normal. Mich bringt nichts zum Lachen. Wisst ihr, man bereut es, wenn man nie gute Laune hat. Ich hege nur Groll, mein Lieber. Spürt ihr denn nie einen Duft von Veilchen in der Luft? Eine Fröhlichkeit? Oder den Regen, wenn er Lärm macht? Seid ihr denn nie in einem Wald gewesen? Was redet ihr denn da? Eure Fragen machen mir Angst. Bring sie zum Lachen. Lass sie denn nicht entwischen. Was meinst du, lieber Tartarus? Ich meine, hier stimmt etwas nicht. Und wo brauchen wir auch keinen Spur, lieber Freund? Es zieht. Ich hole einen
Wisst ihr, was das ist? Es hat keine Flügel und fliegt doch. Es hat keinen Schnabel und beißt doch. Wie soll ich das wissen? Der Funke. Und wisst ihr, was der beste Rat ist? Nein. Der Vorrat. Und wer kann nur selbst deinen Namen aussprechen? Ich weiß nicht. Die Zunge. Und wer ist im Sommer bekleidet und im Winter nackt? Wer kann das sein? Der Baum ist es. Was das für ein Wind ist, heiliger Hummer, und dass ich mein Pelz dabei habe. Euch kommt und ihr seht es doch nie. Ach je, es ist wie verhext. Ich weiß nicht. Der Schlaf. Und warum gehen die Menschen zu Bett? Weil das Bett nicht zu ihnen geht. Und welche Kinder? Und wisst ihr, Prinzessin, welche Kinder mit einem Schnurrbart auf die Welt kommen? Nein, wirklich nicht. Katzenkinder. Und warum hebt der Storch ein Bein, wenn er sich ausruhen will? Wenn er beide Beine heben würde, fiel er um. Unheiligen Abend!
eines von ihren Anfangs ist die Komödie zu Ende. Meinst du La Commedia Infinita? Nur Gott weiß, ob sie zu Ende ist. Aber für uns ist sie eine Tragödie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Finden. Hier will ich jedenfalls nicht bleiben.